Ja, und ich bin wieder back. Und ich fuchtel dumm mit meinen Sachen rum und brauche unbedingt eine Medistation, weil ich vermutlich sowieso im nächsten Moment sterben werde. Ja, das ist immer noch hier meine Nachsynchronisierung. Da ist ein cooler Big Daddy, den lasse ich einfach mal vorbeilaufen, weil der hat eh keine Little Sister. Mama, Mama, was ist das? Was ist das? Ich dachte erst, sie hätte so eine Art Anfall. Und dann wurde mir klar, Bäume, Bäume. Sie hatte noch nie zuvor einen gesehen und hielt sie für Ungeheuer. Oh, Sammy, vielleicht hätten wir niemals hierher kommen sollen. Wer weiß, vielleicht hättet ihr niemals herkommen sollen. Vielleicht hättet ihr niemals herkommen sollen. Aber vielleicht hättet ihr auch herkommen sollen. Und dann, wisst ihr, was dann passiert wäre? Richtig. Dann wäre es passiert. Ihr werdet alle verreckt. Spaß. Tja, vielleicht hättet ihr auch alle überlebt. Ja, das war schon klar, dass... Wisst ihr, Windows trollt mich gerade, also von daher nicht wundern, wenn ich gerade irgendwie wenig laber, aber Windows trollt mich gerade. Ei, die braucht keine... 5 Datenträger, da reicht einer. Das stimmt aber nicht. Jetzt hör mir mal zu. Ich bin kein Botaniker oder sowas, aber ich glaube, Ryan hat Arcadia gerade vernichtet. Er hat irgendwas mit der Atemluft angestellt. Wir befinden uns auf dem Meeresgrund, Junge. Der gesamte Sauerstoff kommt von den Bäumen. Keine Bäume, kein Sauerstoff. Denk mal drüber nach. Ryans Frau in Arcadia ist eine alternde Schönheit namens Langford. Ganz in Ordnung, aber sie macht so ziemlich alles für ein paar Dollar. Wenn sie noch am Leben ist, dann wird sie ihre Bäume ganz bestimmt retten wollen. Immerhin hat sie die verdammten Dinger gepflanzt. Sauerstoffversorgung kritisch. Abschaltung eingeleitet. Alle Schotten sind verriegelt. Windows die verdammte trollt Stadt nicht ist so gebaut, dass bei einem Notfall wie diesem hier kein Mensch rauskommt. Entweder wir bekommen wieder gesunde Bäume, oder du bleibst für immer hier unten. Du, oder? Nein, Ryan. Ich glaube, ich weiß, wie ich die Bäume retten kann. Es ist ein genetischer Vektor, der... Oh, wem erzähle ich das? Könntest du eine Rosa Gallica für mich finden? Suche in der Grotte. Ich muss weiterarbeiten, solange noch Zeit bleibt. Das war unsere Heimat! Ja, wie die Gegner. Vor allem der Big Daddy wird halt eiskalt ignoriert. Ich meine, er hat doch die Little Sister mit den ganzen Scheißdreck. Aber nein! Nein, Alter, nein. Ich bin wichtiger. Ich meine, mich muss man unbedingt umbringen. Ja, 6 Dollar, ich bin so geil. Noch mehr Dollar. Scheiß. Ich bin so geil, so geil, so geil. Da habe ich mir erstmal so gedacht, Alter, will der mich angreifen? Und dann macht er gar nichts. Na gut, so. Na gut. Dann halt. Wenn du nicht möchtest, dann können wir es doch lassen. Nein, wir werden jetzt iTunes nicht laden. Er ist das Gift! Tötet ihn! Das Gift! Ja, ich glaube, mal durch, wie immer. Tötet das Gift! Vertrötet im Paradies! Wo ist denn mein Datenträger? Nirgendwo. Ne? Bearbeiten. Datei. Komm.
Meine Wiedergabeliste? Nein. Echt wenig zum Spiel, aber sorry. Was mache ich denn gerade beim Spiel? Ja, ich troll ein paar Dingnests. Ein paar Geschütze. Jetzt schieße ich gleich so. Den Schuss hätte ich noch sparen können. Ich troll das Geschütz da hinten. Einfach so cool. Ja, ich hab die Hose. Mir ist das so scheißegal, ich werd das so kaputt geballert. Egal, erstmal alles eiskalt einsammeln. Ja, ich hab ja Zeit. Ich mein, ich hab ja Zeit. Zeit hätte. Oder etwa doch. Habe ich noch Zeit? Ich weiß es nicht. Wer weiß. Auf jeden Fall liegt da einfach mal eiskalt eine Leiche. So, ich habe keine Ahnung, wie die gestorben ist. Weiß ich bis heute nicht. Ist auch so lange her. Hier noch so eine Waffen-Upgrade-Station. Da habe ich mich riesig gefreut darüber. Da habe ich mich echt... Da habe ich mich total gefreut. Habe gleich mal hier mein MG hochgehauen. Wollte ich gleich mal stärker machen. Glücklich. Schnauze, nein, ich will nicht Real Player plus 15. Was für 80 Minuten verfügbar? Oder? Übertragungsdatum, das passt nicht. Ich krieg von meinen von meinen 79 Liedern krieg ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 drauf. Laut Real Player. Normalerweise krieg ich die alle drauf. Das ist eine MP3-CD, ja. Hallo. Toll, für eine MP3, da brauche ich natürlich... Da. Sag mal, ich bin schon getrollt, oder? Scheiß Windows. Ah ja, stimmt, da habe ich ja den Zirkus der Werte dann gefunden. Da kommt dieser scheiß Houdini-Splicer. Ich verpiss mich dann einfach. Lauf halt so weg. Was ist da unten? Ich möchte es haben. Ich schieb's halt erstmal so gar nicht. Ah, zu diesem, was ist das denn? Da habe ich dann mal gesagt. Warte, was hatte ich gesagt? Das ist dein zermatschter Kopf mit irgendeiner Schrotflinte oder irgendwie so eine richtig dumme Aktion, habe ich dann gesagt. War witzig. Ja, jetzt kommt das Teil, jetzt hol ich erstmal meinen jungen Schrot raus für das scheiß Teil da oben. Stirb, du dummes Ding. Kamera raus, lustigerweise, und dann kommt mein MG. Jetzt wird's so richtig, jetzt trollt mich das Spiel, aber so derbe. So derbe. Wirklich. Ich will mich nicht vorstellen, wie hässlich das Teil mich dreht, trollt. Das ist so böse. Wirklich, das ist einfach böse, wie das Teil mich da trollt.
Ich musste so kotzen. Also, ich bin zwar eine Frau der Wissenschaft, ich hab mich da richtig aufgeregt. Aber ich scheue mich nicht, den einen oder anderen Dollar zu verdienen. Ryan hat gesagt, wenn ich die Profite in Arcadia erhöhen kann, würde ein Teil der Mehreinnahmen bei mir hängen bleiben. Also dachte ich mir, warum für Sauerstoff bezahlen, wenn wir doch Bäume haben, die Photosynthese betreiben? Mensch, wir können doch die Sauerstoffüberproduktion an den Rest der Stadt verkaufen und die anderen Jungs unterbieten. Ryan wird das sicher machen. Wann fick ich eigentlich diesen Big Daddy? Ich glaube jetzt. Macht ins O2-Geschäft eingestiegen. Ach ja, stimmt. Jetzt tue ich den voll ins Umbringen. Ah ne, so, jetzt reg ich mich voll auf. Alter, lass doch deine scheiß Little Sister nicht entkommen, du Wichser. Ah, du bist so dumm. Und so, reg mich doch voll auf und so. Dann hab ich den scheiß Letter Splicer hier gefickt. Also Geld gesammelt. Und gerade weiß halt den Big Daddy an. Weil vor allem, der hat noch mal die Little Sister, weiß ich. Das war einfach eine dumme Aktion, ich weiß gar nicht, wieso ich das überhaupt gemacht habe. Ich hab's gerade erst nach. So, dann geht's weiter. Und ich sterbe. Standard. Das ist totaler Standard bei mir. Ich sterbe einfach mal. Wenn ich gerade nichts Besseres zu tun habe, einfach mal sterben, ja, das ist immer gut. Dann kann ich mich schön wieder ausruhen und dann kann ich weitermachen. Ich meine, ich muss den ja nicht umbringen. Hat nicht meine Little Sister. Dann war er irgendwie auch weg. Das war auch witzig. Ah, und da unten war er dann wieder. Ich lasse ihn dann einfach vorbei. Ich hatte keinen Bock. Hä? Wieso tue ich den jetzt kaputt schlagen? Nicht kaputt schlagen. Das ist Big Daddy. Hat er nicht meine Little Sister. Werde ich auf jeden Fall eh wieder. So, da habe ich mich auch so richtig. Naja. Das war an sich schon eigentlich eine richtig dumme Aktion, aber dann auch noch. Naja. Scheiß drauf. Jetzt halte ich wieder zurück zum Laden, weil ich unbedingt noch ein paar Dinge abziehen wollte. Ah, hier war dann wieder einer mit einer Little Sister. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, den Big Daddy hau ich jetzt weg. Weil ich cool bin. Und ich kann. Ja, richtig, ich kann was. Habt ihr jetzt nicht erwartet von mir, gell? Aber ich kann's doch. Bin ja schließlich mehr oder weniger der Allerschlauste hier. Oh ja, das war ein verdammt gutes Bild von dem Big Daddy. Schauen, ob mich das jetzt weiter träumen will. Ich krieg das machen, keine Sorge. Ich bin zu gut für Windows. Ich mach den zu. Hallo? Ach ja, stimmt. Hier habe ich mich aufgeregt, dass der den entkommen lässt. Weil hier balle ich ihn dann so ab und dann geht einfach die Little Sister so weg. Und dann ist das so plötzlich ohne Little Sister da und ich balle den halt so ab. So aufgeregt. So, ich dachte, gut. Jetzt habe ich verstanden. Ja. Okay, Datenzusammenstellung muss man machen. Locker drin hier. Hat man noch Platz, aber egal. So viel muss nicht sein. Wir sind ja nicht 8 Stunden.
Stunden unterwegs, hoffe ich. Und brennen. Bis ich's geschafft hab. Abbrechen. Naja, halt ab, meins. Meins ist aber auch nicht gut mit mir hier. Alles geht fail. Wirklich alles. Nichts funktioniert gerade. Ich bin so böse drauf gerade, wirklich. Wenn ich jetzt zocken würde, das wäre nichts Gutes. Habe ich mich jetzt hier aufgeregt, dass ich den Hoodie... Nein, das kam schon. Da bin ich runtergefallen und das fand ich dann auch voll unlogisch. Naja. Shit happens. Kann ich dazu nur sagen. Shit happens. Und von daher... Naja. Also... Ja, da laufe ich wieder durch. Und da ist noch so ein Big Daddy. Und da kommt jetzt auch das Teil wieder raus. Und jetzt nutze ich den auch vollends. Und verleiht mir das Adam von der Little Sister rein. Und dann passiert was richtig Cooles. Das werdet ihr dann sehen. Aber ich sag dazu jetzt mal noch nicht so viel. Aber da passiert dann was richtig Cooles. Aber jetzt kommt erstmal hier mit Big Daddy gefällt. Ja, Mann, kaputt geschlagen. Doch. Ich hab dich kaputt gemacht. Bin so schlau. Nein. Ja, ich komm gleich. Nein. Mein Bruder war gerade. So, jetzt. Habe ich aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Ich wollte sie eigentlich tatsächlich umbringen. So, und dann bekomme ich eine Belohnung. Das fand ich so geil. Ich meine, ich tu den so aus Versehen noch. Ich meine, ich wollte ihn gar nicht retten. Ich wollte ihn eiskalt ausbeuten. Und dann kriege ich eine Belohnung. Fand ich voll geil. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Zum Glück weiß ich ja, wo es einen gibt. Und dann schaue ich halt hier so. What the fuck? 200 Adam und dann dieses episch geile Plasmid. Ja? Meine Mutter schreibt gerade. Ich mach mal schnell meine Tür zu. So, dieses episch geile Plasmid, das ich hier bekomme. Richtig cool. Hypnotized Big Daddies. Fand ich total cool. Hier mit 336 Adam. Wird erstmal fett Electro Bolt 2 gekauft. Fand ich gut. Ja, ich werde hier gerade von allen Seiten gestresst, also chillaxt mal kurz. So, und da bin ich auch schon wieder und das Video läuft auch gleich mal weiter. So, also auf jeden Fall habe ich mir dann Electro Bolt 2 noch geholt. Und das finde ich auch cool. Mit den 216 Item bin ich dann einfach gegangen. Hab mir nichts mehr gekauft, wollte auch nichts mehr. Hat ja keinen Sinn gehabt. So. Jetzt habe ich... Und jetzt bin ich wieder zurückgegangen und habe mir nämlich noch was geholt. So, jetzt habe ich erstmal Windows getrollt. Ja, ich habe Windows getrollt. Das scheiß Windows hatte keine Chance gegen mich. Ich habe so eiskalt meine CD trotzdem hinbekommen. Das hättet ihr jetzt nicht erwartet. Und... Was hatte ich mir noch gekauft? Ich weiß es. Aber ich sag dazu nichts. Aber ich weiß es. Richtig, ich habe einfach Cyclone Trap einfach mal gekauft. Habe ich aber, glaube ich, bis jetzt noch nie eingesetzt. Und dann habe ich noch einen Kampftonikum-Slot gekauft. Aber dann bin ich, glaube ich, echt gegangen. Und hatte auch keine Lust mehr und... Ja. Was hätte ich auch noch groß machen sollen? Naja. Part eigentlich schon so gut wie zu Ende, aber mir scheißegal, ich laufe einfach weiter. So, das ist dieses Dreierpack an Plasmid, das finde ich so episch im Moment gerade. Das ist extrem gut.
Jesus. Bringt halt extrem viel, finde ich, in dieser Kombination. Und von daher. Naja, wieso auch nicht. Ich kauf halt auch immer gleich mal ein paar. Laufe ich wieder behindert rum, ja, die Zeit ist eigentlich schon längst vorbei. Ich scheiß dich zu! Aber egal. Ich finde die Set schon. Oh, und hier auch Epic Steel Fehler. So geil. Und jetzt ist das Viech tot, weil ich nämlich meinen geilen Big Daddy habe, den ich hypnotisiert habe. Oh, ich finde dieses Plasmid so cool. Das ist einfach nur geil. Wirklich, das ist einfach cool. So, fand ich mit dem Teil. Und ich. Du hältst jetzt mal schön deine Fresse. Hast du die Runde gar nicht gehabt? Auf was wartest du? Auf eine Einladung in Schönschrift? Schick sie mit der Robos rüber. Hol nicht dann so eiskalt. Nö, das werde ich jetzt nicht machen. Ich werde euch ein bisschen trollen, werde jetzt speichern. Und ihr werdet beim nächsten Part sehen, was passiert, wenn ich sie in die Rohrpost schicke. Also. Tschaußen.